Was müsste sich aus Ihrer Sicht jetzt ändern? Hier in Deutschland? Genau. Die Grünen müssen weg. Das sind doch, die sind doch bekloppt. Wenn ich das sehe, was die Grünen machen und was die jetzt in den letzten 2 Jahren veranstaltet haben, tut mir leid, also dann verlierst du den Glauben an die Politik. Und ich kann Ihnen eins sagen, mit der AfD wird es wieder Politik geben. Wir befinden uns hier auf dem historischen Kornmarkt im ostsächsischen Bautzen. Hier kam es seit 2016 immer wieder zu Ausschreitungen durch Asylanten und Auseinandersetzungen mit den Einheimischen. Jeden Montag demonstrieren hier Bürger friedlich für Souveränität und Frieden und eine friedliche Heimat. Wir wollen uns hier einmal umhören, denn erneut ist die Situation angespannt. Am Stadtrand soll ein Übergangswohnheim für Asylanten entstehen. Wir wollen von den Einheimischen und von Demonstranten wissen, wie die aktuelle Lage ist. Das Boot ist voll. Ich will bloß mal ein Beispiel nennen. Bautzenburg. Kleiner Ortsteil mit ungefähr 300 Einwohnern. Dort ist das bekannte Spreehotel. Da wären 120 Flüchtlinge, sind da eingequartiert und Ausreisepflichtige. Jetzt soll wahrscheinlich im Schullandheim ebenfalls im Ortsteil Burg auch nochmal Flüchtlinge einquartiert werden. Und Döberkitz ist ein gutes Beispiel. Ein Ortsteil mit 25 Einwohnern, da sollen jetzt 30 bis 40 unbegleitete Minderjährige hinkommen. Wenn man sich die Infrastruktur anschaut, ist das überhaupt nicht möglich. Das ist zwar ein schönes Grundstück, ja, aber es gibt keine ordentliche Busanbindung, es ist weit und breit keine Schule. Also diese sozialen Voraussetzungen, um wirklich ernsthaft integrieren zu wollen, sind überhaupt nie gegeben. Vielmehr wird hier noch für sozialen Sprengstoff gesorgt. Und die Leute, die wirklich Asyl brauchen, die werden wir auch aufnehmen. Aber die müssen auch bereit sein, sich zu integrieren. Es gibt eine ganz einfache Sache. Lern die deutsche Sprache, lerne einen Beruf und arbeite und versorg dich selber. Das waren die Maßstäbe, die mir meine Eltern mal beigebracht haben. Die haben eine seltsame Vorgehensweise, diese Regierenden. Die kümmern sich nicht um ihre Leute, sondern offensichtlich mehr um Leute, die von weit her kommen. Was soll das? Bürgermeister, nicht bloß jetzt um Bautzen, sondern Bürgermeister in Deutschland generell klagen, dass die Aufnahmekapazität in die damit verbundene Integration schon lange überschritten ist. Und genauso ist es auch in Bautzen. Es gibt zwar viele Vereine, die sich angeblich darum kümmern und eigentlich noch mehr fordern, aber der Bürger von Bautzen und Umgebung sieht das völlig anders. Wir befinden uns ja hier auf dem Kornmarkt, der ist ja auch immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Und es wurde ja in Mainstream-Medien berichtet, dass seit 2016 und vor allem 2016 eben ja, Hetzjagden auf Ausländer hier stattgefunden haben, ähnlich wie es von Chemnitz berichtet wurde. Was können Sie uns dazu sagen? Entspricht das den Tatsachen oder wurde da wieder mal was verdreht? Also die Tatsache ist, dass hier niemand gejagt wird. Vielmehr kommt es immer wieder vor auf der Einkaufsstraße hinter Ihnen, dass da Ausländer ab und zu mal auffallen, betrunken durch die Gegend gehen, randalieren. Das Problem haben wir Gott sei Dank jetzt nicht. Aber für mich, oder der Platz hinter uns, den wir sehen, ist das der demokratischste Platz in ganz Bautzen. Montag hat hier jeder die Gelegenheit, ab 18, 19 Uhr aufs Podium zu gehen, seine Meinung frei zu äußern. Alle Politiker von allen Parteien werden immer herzlich eingeladen. Leider ist es nur die AfD hier vor Ort. Die Tendenzen, dass es nicht mehr so sicher ist wie früher, die nehme ich wahr, weil sie werden mir auch mitgeteilt. Ob sie eine Wahrnehmung sind des Einzelnen oder eine Tendenz, dass die Stadt insgesamt unsicherer geworden ist in der Nachtzeit, ob das nur den Kornmarkt betrifft oder auch den Postplatz oder andere Plätze oder das gesamte Land, das muss jeder für sich selber entscheiden. So viel ich die Förderung kenne der Menschen, die hier stehen, heißt es kriminelle Asylbewerber abschieben. Es geht nicht darum, das Asylrecht außer Kraft zu setzen. Und dass ein neues Heim entsteht, ist das sicherlich der Kapazitäten geschuldet, weil die anderen überfüllt sind. Überfüllt deswegen, weil wir die Leute, die abgeschoben werden sollten, nicht abschieben können, weil es keine Abschiebung derzeit gibt. Ist aber kein Problem der Bautzner, sondern es ist ein Problem in Deutschland. Und es wird hier vielleicht thematisiert, aber die Thematik, die ich kenne, heißt kriminelle Asylbewerber oder Ausländer, die kriminell werden, in ihre Heimatländer zurückzuschieben. Die ganze Entwicklung besorgt mich schon persönlich. Ich kann ja nur für mich sprechen, auch mächtig. Und ich finde das nicht in Ordnung, denn wenn es heißt, zum Beispiel regional im Landkreis, da ist kein Geld vorhanden für Sanierung oder Betrieb, Modernisierung in der Schwimmhalle, wo auch Kinder schwimmen lernen.
oder Turnhallen und so weiter dann umgerüstet werden, wenn es zu viel Asylanten wären. Die Entwicklung besorgt mich persönlich schon. Also das finde ich nicht in Ordnung, dass fast eben nur junge Männer sind und kaum ältere, ja, Rentner, Großeltern mit Lehnkindern. Und jetzt haben wir auch immer wieder Herausforderungen, was die Infrastruktur betrifft in Ostsachsen. Zum Beispiel wird ja auf die lange Bank geschoben, die Elektrifizierung der Bahnstrecke. Können Sie uns dazu was sagen? Das ist ein leidiges Thema. Und gerade die Elektrifizierung als auch der Autobahnausbau der A4 ist für Bautzen und die Umgebung enorm wichtig. Aber ich möchte ganz kurz auf die Elektrifizierung eingehen. Die kostet uns ungefähr 750 Millionen Euro. Das Geld ist offenbar nicht da. Wir haben aber alleine Flüchtlingskosten im aktuellen Doppelhaushalt in Sachsen von weit über 700 Millionen Euro, fast 800 Millionen Euro. Und die Elektrifizierung ist deswegen so wichtig, weil Bautzen, Görlitz, diese wichtigen Regionen dann an Dresden angeschlossen werden. Wir könnten damit die Autobahn entlasten, findet alles nie statt. Die CDU macht es immer wieder zum Wahlkampfthema, obwohl wir wissen, seit 1990 regiert die CDU im Freistaat. Von 2005 bis 2021 stellte die CSU jeweils einen Verkehrsminister. Und da sage ich immer, da hätte doch die CDU was regeln können, dass die Elektrifizierung endlich angeschoben wird. Bis heute ist nichts passiert. Für mich ist das ein reines Wahlkampfthema der CDU. Traurig, aber es ist so. Und welche Änderungen würden Sie sich denn von der Politik wünschen, damit es wieder sicherer wird in Bautzen? Kann ich Ihnen sagen, sichere Grenzen und Abschiebung an den Grenzen für die Leute, die hier näher gehören. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der abgeschoben ist, 4 Monate später wieder dasteht und wieder das Geld kriegt und wieder hier eintreten kann. Das geht nicht.